hilf mir. So, wir sind schon auf wen getroffen. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Hallo, ich bin die Larissa. Ich bin die Selina. Und ich bin die Paula. Ihr seid heute ein Dreier gespannt, also ihr seht Bombe aus, muss man ja wirklich sagen. Ja. Ihr habt wahrscheinlich lange gebraucht. Wie lange hat es gedauert? Es ging eigentlich ein Stündchen. Wir sind die drei Angels. Ein Stündchen. Wissen wir aber noch nicht. Ich dachte noch. Also bei mir. Zwei Stunden oder eine Stunde? Eineinhalb. Okay, läuft. Ihr scheint das ja regelmäßiger zu machen, diese Looks? Nee. Nein? Nee. Oder cool Looks? Nein, einfach so gute. Ich rede von so guten Looks. Was erwartet ihr euch heute Abend? Saufi. Genau. Vollgas? Ja, ein paar Tornis zünden und so. Einfach Spaß haben, glaube ich. Naja, genau. Läuft. Paula sucht ihren Schwanz die ganze Zeit. Ja, dein Schwanz ist nicht. Nein, stopp. Darf ich das erklären? Und zwar hatte ich an meinem Kostüm hatte ich einen Schwanz, aber der ist weg. Dreh dich mal um. Ja, der ist halt nicht mehr da. Aber da war einer. Aber der ist jetzt nicht mehr da. Deswegen sagen die dir. Naja, gibt Schlimmeres. Kannst du dir heute einen anderen suchen? Verrätst du uns gleich noch, wie es dir geht? Ja, also mir geht's ja gut. Ja, klingt erstmal nicht so prickelnd. Ich mach gerade, wenn ihr meinen Content beobachtet, ein bisschen mehr Richtung Urban Fashion. Ich gehe mehr in den Fashion-Bereich. Können wir ja nicht. Ab jetzt können wir ihn wieder beobachten. Ja, das mache ich gleich nachher. Wie lange hast du heute für dein Outfit gebraucht? Boah, ich habe heute wirklich 2,5 Stunden gebraucht, alleine 3/4 Stunde, um meine Kontaktlinsen reinzubekommen. Das war furchtbar. Ich hab Schau mal in die Kamera. Und eine blaue. Ja. Aber ist mein Herz jetzt gerade oder schief? Mein Herz sieht naja. Immer im Kreis. Nee, ist gerade. Ja? Ja, auf jeden Fall ein Herz. Und ich habe eine 3/4 Stunde gebraucht, um die Kontaktlinsen reinzubekommen. Ist dir aber gut gelungen. Ist heute jemand geladen, auf den du gar keine Lust hast, außer uns? Also ich habe gerade eben erfahren durch Tim Rush, dass mein Ex-Freund heute kommt. Auf den hatte ich gar keinen Bock. Ich hoffe, er kommt nicht. Wer? Fabio. Also, Abro. Ja, komplett Red Flag. Wenn er kommt, wir halten ihn fern von dir, okay? Danke. Und Christine Okpara, auf die habe ich auch nicht so Lust. Ja, mal gucken. Hier ist es ja groß, vielleicht können wir uns ein bisschen aus dem Weg gehen. Glaube ich auch. Wir wünschen dir erstmal viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ja, vielleicht bis später. Oh wow, sieht ihr aber gut aus. Leute, wir haben hier die halbe Gastgeberin, so würde ich es fast betiteln. Wer bekommt sonst eine Einladung von dir? Eigentlich so ziemlich keiner, ne? Aber weil wir uns ja damals gesehen haben bei Erik Sindermann und ihr so nett auf mich zukam, dachte ich mir, Trashkurs wollen wir dabei haben. Ist das süß. Wie geht's dir? Ja, wie gesagt, also mittlerweile geht's immer besser, ne? Die Gerichtsverhandlung nährt für Schadensersatz bei der Bild in 4 Wochen. Oh. Und ich glaube, dann können wir abhaken. Gibt's auch was Positives zu berichten? Ja, klar. Endlich damit abzuschließen, was die 6 Monate oder 8 Monate war. Eigentlich kann ich finde es immer schade, nur über das Negative zu sprechen, aber wenn momentan das Leben eher so lief, dass viel Negatives auf dich eingeprasselt ist, dann ist es natürlich schwierig, das Positive zu sehen, aber jetzt geht's langsam. Und wenn das alles vorbei ist, was kommt dann? Ist irgendwas geplant? Dann kommt Promi Big Brother, dann kommt alles, was das Große ist. Das sind geile Ziele. Du, wir drücken dir die Daumen. Dankeschön. Was hast du uns gerade erzählt? Ich habe euch zufällig vor einer halben Stunde auf YouTube gesehen. Zufällig also? Ja, ich gucke schon immer Trash-News und so. Aber euch habe ich erst heute entdeckt, ehrlich gesagt. Und was hast du geguckt? Ich habe euch einmal auf Instagram gesehen, vor ein Jahr oder so. Irgendwie habt ihr irgendwas kommentiert oder wo ich bei Bachelorette war. Aber dann war es auch wieder aus dem Augen. Aber jetzt verfolge ich mehr YouTube-Kram, deswegen. Du hast doch auch irgendwann mal gesagt, hier, Achtung, es wird noch richtig wild bei mir. Kannst du denn schon verraten, ob wir dich noch mal sehen werden? Wann habe ich das denn gesagt? Das ist schon eine Weile her, ein paar Monate. Ach so. Ich kann mal so sagen, ich bin auf jeden Fall noch mal zu sehen. Es kann auch sein, dass es noch dieses Jahr passiert. Es kann auch sein, dass es mehrere Sachen sind. Mehrere? Es kann aber auch sein, dass es nächstes Jahr ist. Also ich kann euch nichts versprechen, aber es werden jetzt einige Sachen auf euch zukommen, ja. Wir wollen ja auch keine Geheimnisse aus dir rausquetschen. Nee, das kriegt ihr eh nicht hin, ehrlich gesagt, aber... Naja, ein, zwei Getränke. Es werden krasse Sachen kommen. Also muss nicht immer was mit mir zu tun haben, aber... Ihr könnt euch freuen, es werden lustige Sachen jetzt noch bis Ende des Jahres. Krass oder lustig? Krass und lustig. Stopp. Wovor hast du Angst? Also generell, ich muss gleich einen Tornado zünden und davor habe ich Angst. Gar keinen Bock drauf. Grüße. Jetzt kommst du, aber. Ah, ihr habt so viele Begleitungen dabei. Lass den
läuft bei euch. Trau dich. Du hast halt kein Cappy auf, hinter dem du dich verstecken kannst. Wie geht's euch? Ganz gut soweit, und euch? Ja, immer gut. Mir geht's überragend, jetzt wo ich euch sehe. Oh. Geht mein Herz auf. Ha? Ja, Mike, du wolltest mal zu uns nach Dresden kommen. Ja, was ihr habt ja nicht mehr geschrieben. Wie bitte? Ich wollte kommen, aber ihr habt keine Nachricht mehr geschrieben. Das ist eine Lüge. Ist so. Handy auf. Ich habe nach einer Woche geantwortet. Ja. Stimmt, oh, nicht. Nachricht jetzt erst gesehen. Komm mal, wir gucken jetzt nach. Bei WhatsApp guckt er? Ja. Ach so, ich weiß, ja. Du hast nicht meine Nummer, noch nicht Martins. Cringe, jetzt gerade unangenehm für uns. Ja. Was schick ich denn nicht? Wir geben dir mal unsere Nummern. Ja, auf jeden Fall. Was schreibst du da? Das sind, kurze Frage, ja. Wie lange hat dein Halloween-Kostüm heute gedauert? Ich bin dir ehrlich, weißt du, wie lange meine Kontaktlinsen gebraucht haben? Ich schätze, anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Und dann war halt die Zeit eng, dann konnte ich mir auch noch nicht mehr das Halloween-Outfit anziehen. Aber ich sehe da ein kleines Kreuz, ich sehe hier, keine Ahnung was es ist, eine Ader, eine Narbe. Blut. So wie bei dir. Also meins hat ein Maskenbildner gemacht, sieht man das? Echt? Sieht krass aus. Dankeschön. Aber so laufe ich auch privat rum.